Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Ja, in der letzten Folge haben wir ja mit Leromir, nee, wie hieß sie nochmal, also mit einer alten Bekannten auf jeden Fall weitergemacht mit der Hauptstory, beziehungsweise sie begonnen. Und heute sind wir in einem Örtchen, was wir untersuchen sollen. Und ich gucke gerade, Funke, du stehst im Weg. Wir sind am Rostwall-Anwesen. Und ich bin mal gespannt, was uns hier erwartet. Im Moment ist hier noch nichts. Da sind Gegner. Kein Legionär zu sehen. Nee, das ist Ostomir. Ja, aber das ist jetzt nicht die Quest, die ich hier gerne annehmen würde. Ich höre die Viecher von überall hier. Ich würde sagen, wir gehen mal einfach rein. Nee, aber da steht, ich soll es draußen untersuchen. Inwiefern... Achso. Inwiefern soll ich das Ganze draußen untersuchen? Hier ist nur eine Quest. Da hinten ist noch ein Eingang. Ist hier irgendwas Wichtiges? Der zeigt mir dann wahrscheinlich auch wieder an, dass ich rausgehen soll, nehme ich mal an. Ja, natürlich. Noch ist hier alles leer. Ich weiß nicht, ob die jetzt später nochmal alle aufgefüllt werden hier. Wir nutzen das jetzt einfach mal, um hier mal eben alles rauszuholen, was geht. Sah auch so aus, als ob hier irgendwo ein Buch war, aber ich glaube, das war nur, weil das am Leuchten war. Ich wollte schon sagen, es ist aber ein großes Schmuckkästchen. Ja, die Frage ist, wo sollen wir jetzt was suchen? Hier haben wir noch was, was wir nehmen können. Sehr schön. Also wenn das immer unbewacht ist hier, bin ich ganz ehrlich, dann würde ich hier gerne öfter mal hinkommen. Weil ich habe jetzt eine Blaupause, die ich auch noch nicht kannte mit dem Account hier. Dann habe ich ein Rezept gefunden. Nee, zwei Blaupausen und zwei Rezepte habe ich jetzt hier gefunden. Und nochmal ein Handwerksstil. Gut, das war jetzt nur von den Orks. Aber das ist schon einiges, wenn das jetzt halbwegs regelmäßig so ist. Käseplatte ist immer gut. Käse kann man immer gut gebrauchen. Dann komme ich hier doch mal öfter hin. Die Frage ist nur, wonach suchen wir überhaupt? Ach, das sind Trauben, die überall rumliegen. Okay. Nehmen wir doch auch die Käseplatte nochmal mit. Weil hier draußen sind alles nur die Viecher. Da suchen wir vermutlich auch nichts. Unknackbar. Aber sie ist eine ganz andere Quest hier. Also sie kann eigentlich nichts damit zu tun haben. Da geht es auch nicht weiter, aber da gibt es was Schönes zum Ernten. Ja, ihr seht mich tatsächlich das erste Mal ein bisschen ratlos. Oder muss ich jetzt mit ihr die Quest machen? Aber hier steht nur, untersucht das Anwesen. Hier steht nicht, macht die Quest hier in der Ecke. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Quest. Ich habe keine Ahnung, ob uns das irgendwas bringt. Seht euch um. Keine Leute. Merkwürdig, nicht wahr? Ich habe eine ganze Kohorte der Legion zur Bewachung dieses Anwesens abgestellt. Aber bisher fand ich keinen einzigen Legionär. Nicht einmal einen Bediensteten. Was wollt ihr hier? Wisst ihr, was mit meinen Legionären passiert ist? Ich habe keine Ahnung. Warum habt ihr die Kohorte hierher geschickt? Sie sollte das Anwesen bewachen. Ich weiß nicht, ob es euch schon aufgefallen ist, aber die Westauen sind derzeit nicht der sicherste Ort. Angesichts des neuen Waldes, den Waldelfensiedlern im Westen und den Gerüchten über Kultisten und Dädra, die ihr Unwesen treiben, hielt ich es für ratsam.
Wenn ihr die Kohorte befehligt, warum wart ihr dann nicht hier bei ihr? Weil ich mich für Graf Calanthius um mehrere Dinge kümmere und meine Kohorte in der Lage sein sollte, allein zurechtzukommen. Durch seine Nähe zu Skingrad ist das Anwesen ein verlockendes Ziel für feindliche Truppen. Helft mir, meine Legionäre zu finden, dann winkt eine Belohnung. In Ordnung, ich helfe euch, die verschwundene Legionskohorte zu finden. Ich ernenne euch hiermit vorübergehend zu einem Agenten der Westauen-Legion, bis wir meine Soldaten gefunden haben. Wir sehen uns zuerst im Herrenhaus um. Wir treffen uns drin. Haltet die Augen offen, Kameradin. Wir wissen nicht, was hier passiert ist. Was sollte ich über das Rostwall-Anwesen wissen? Nun, für gewöhnlich herrscht hier mehr Trubel. Wenn Graf Calanthius nicht anwesend ist oder keine Würdenträger zu Besuch sind, trifft man nach wie vor die gesamten Bediensteten an. Aber bisher habe ich keine Seele gesehen. Und auch keine Spur eines Kampfes oder eines Tumults. Wer ist Graf Calanthius? Graf Calanthius herrscht von der Stadt Skingrad aus über die Westauen. Er ist ein gewiefter Anführer. Wenn Würdenträger Skingrad besuchen, bietet der Graf ihnen an, im Herrenhaus von Rostwald zu wohnen. So sorgt der Graf dafür, dass, wie sagte er gleich nochmal, positive Ergebnisse gefördert werden. Und deshalb schickt ihr eine Kohorte der Legion hierher? Ich schickte meine Kohorte der Legion hierher. Die besten Soldaten der Auen. Durch die Nähe zur Stadt ist das Anwesen strategisch bedeutend. Ich wollte sicher gehen, dass wir aus dieser Richtung nicht mit bösen Überraschungen zu rechnen haben. Aber hier ist etwas vorgefallen. Und wir müssen herausfinden, was. Wer genau seid ihr? Eine Vorstellung ist wohl angebracht. Ich bin Tribunin Alea Idolus von der Westauen-Legion. Marschallin von Graf Calanthius. Tochter von Quatrius Idolus. Ritterin von Colovia. Eine lange Vorstellung, ja, aber hin und wieder bereitet es mir Freude, meinen gesamten Titel zu nutzen. Wie habt ihr den Titel einer Tribunin erlangt? Durch treue Dienste an der Legion und einen starken Schwertarm. Ich kämpfte in Varens Rebellion und verteidigte Colovia, als der Krieg des Usurpators ausbrach. Nach unserem Sieg in der Schlacht um Nordhaken stieg ich in den Rängen auf. Und jetzt bin ich hier. In Varens Rebellion, okay, weil die sieht eigentlich vergleichsweise ja noch sehr jung aus. Ich habe immer gedacht, dass er, sage ich mal, jünger gewesen ist bei der Sache damals. Aber ich finde es schön mit diesen Verweisen. Was war die Schlacht um Nordhaken? Es geschah zu Beginn des Kriegs des Usurpators. Das Dolchsturzbündnis wollte Nordhaken als Brückenkopf für die Invasion der Kaiserstadt. Wir wollten diese Leute hier nicht. Als mein Kommandant fiel, nahm ich das Heft in die Hand. Am Ende besiegten wir die Invasoren. Wie seid ihr Marschall von Graf Calanthius geworden? Als der Krieg des Usurpators begann, entsandte die Legion mich, um unsere Grenzen zu verteidigen. Colovia verachtet jene, die nach der Kaiserkrone greifen. Wir wollten uns nicht in den Konflikt hineinziehen lassen. Graf Calanthius erfuhr von meinen Taten und brachte mich in seine Dienste. Was macht ihr für den Grafen? Zusätzlich zu meinen Pflichten als Tribunin der Legion führe ich Spezialmissionen für den Grafen durch. Im Moment ermittle ich bezüglich der verschiedenen Sorgen, die die Auen plagen. Gerüchte über Kulte und Dädra im Land und was auch immer in diesem neuen Wald vor sich geht. Neuer Wald? Das war einfach unglaublich. Innerhalb eines Augenblicks waren die sanften Hügel und Weinberge überzogen von einem dichten Dschungel. Und dann zogen diese Waldelfen ein und gründeten die Stadt Washabar. Ihr könnt euch vorstellen, warum der Graf besorgt ist. Ihr habt Quantrius Idolus erwähnt. Wer ist das? Mein Vater. Er war ein erfolgreicher Kaufmann, aber ich kann mich kaum an ihn erinnern. Er starb, als ich noch sehr jung war. Er hinterließ mir eine Menge Gold, damit ich studieren und etwas aus mir machen konnte. Dafür bin ich ihm dankbar. Als ich volljährig war, trat ich der Legion bei. Na gut, dann gehen wir noch mal rein. Also ich hoffe wirklich, dass uns das irgendwie weiterhilft, weil hier steht ja gar nichts. Alle scheinen eilig aufgebrochen zu sein. Seht euch um. Okay. Jemand hat den Diener angegriffen, dem dies gehörte. Ach, hier geht's noch hoch.
Moment, da unten ist noch was. Da oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke erstmal hier. Bedienstete entzünden sie, wenn Gefahr droht. Als Warnung. Das hätte ich mir jetzt auch unter dem Wort Warnungskerze vorgestellt. Gut, gehen wir mal nach oben. Die ganzen Türen sind hier auch scheinbar verriegelt worden, ne? Da ist noch was. Tribunin Alea Idolos, verzeiht, wenn ich die respektvollen Höflichkeiten überspringe. Rostwall ist in großer Gefahr und wir dürfen keine Zeit verlieren. Die Legionäre, die ihr hier stationiert hattet, sind verschwunden, zusammen mit dem Großteil meiner Bediensteten. Was zu Beginn noch eine volle Legionskohorte war, ist auf mysteriöse Weise auf weniger als 10 Soldaten geschrumpft, einschließlich Hauptmann Leronos. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Die restlichen Bediensteten sind mit ihren Nerven am Ende. Offenbar werden wir von einer unbekannten und bisher ungesehenen Macht angegriffen. Hauptmann Leronos hat einen Plan. Wir verstecken uns in... Der Hauptmann wollte sich verstecken. Nur wo? Ja, das steht nicht drin. Wir müssen Hauptmann Leronos finden. Trefft mich bei der Kaserne im südlichen Bereich des Anwesens. Ich komme dir doch gerade hinterher. Können wir nicht einfach zusammen hingehen? Das ist viel netter. In der Kaserne. Achso. Ne? Doch. Ach, da waren hier die vielen Betten drin. Okay. Hier drüben. Ich habe Hauptmann Leronos gefunden. Stimmt. Ehrlich gesagt habe ich eben nicht drauf geachtet. Er hielt diesen Brief in den Händen. Aber Moment, ich habe nicht drauf geachtet, aber die Leiche lag doch trotzdem eben nicht da, oder? Oder bin ich tatsächlich einfach so an dem vorbeigegangen? Ich bin mir nicht sicher. Hauptmann Leronos, ich will verdammt sein, aber ihr hattet recht. Ich habe einen Stapel blutiger Rüstungsteile vergraben im Wald gefunden. Eure Legionäre desertierten nicht. Jemand tötete sie. Die Angestellten wissen, dass sie sich im Fall eines Angriffs in den Katakomben verstecken müssen. Sie sind in Sicherheit, bis ihr Entwarnung gebt. Ich habe den einzigen Schlüssel, also sagt Bescheid, wenn ihr bereit seid. Gebt auf euch Acht, Hauptmann. Festungswahrer Gaius. Die Diener sind in den Katakomben. Reden wir. Die blutige Kleidung und die Warnungskerze legen nahe, dass jemand oder etwas Rostwall angegriffen hat. Und wir wissen, dass Hauptmann Leronos an einem Plan gearbeitet hat. Ich hatte gehofft, ihn lebend zu finden. Aber dank des Briefs des Festungswahrers wissen wir nun immerhin mehr als zuvor. Der Brief legt nahe, dass die Bediensteten sich in den Katakomben verstecken. Das ist nicht so düster, wie es klingt. Der Graf ließ die Katakomben vor einer Weile in einen Unterschlupf umbauen. Er wollte einen Ort, an dem die Bewohner sich verstecken können, falls ein Krieg über Kolovia hereinbricht. Hoffen wir, dass der Rest der Kohorte und die Bediensteten in Sicherheit sind. Laut diesen Nachricht. Ah ja. Hat Festungswahrer Gaius den einzigen Schlüssel? Festungswahrer Gaius ist ein zäher alter Heckenstutzer. Wir müssen ihn finden und mit seinem Schlüssel die Katakomben öffnen. Dann sehen wir ja, wie viel der Kohorte und der Bediensteten überlebt hat und was hier geschehen ist. Sehen wir zuerst in Gaius' Unterkunft nach. Finden wir Festungswahrer Gaius. Festungswahrer Gaius wohnt gleich den Hügel hinab im Osten. Ob er zu Hause ist oder nicht, wir müssen diesen Schlüssel finden. Hat Hauptmann Leronos lange mit euch gedient? Wir kämpften Seite an Seite in Nordhaken. Er war tapfer, aber nie übermütig. Nahm jedes Gefecht ernst. Ohne ihn wären eine Menge Soldaten jetzt tot. Als ich den Befehl über die Kohorte übernahm, beantragte ich ihn für meine Einheit. Wo liegt der Unterschied zwischen einer Tribunin und einem Hauptmann? Ungefähr 3 Sprossen auf der Leiter der Befehlshierarchie. Ich führe die Kohorte, aber Hauptmann Leronos diente für gewöhnlich als unser Befehlshaber vor Ort. Während ich mich um die Strategie und die logistischen Details kümmerte, führte er die Truppen. Was auch immer ihn getötet hat, wird dafür büßen.
Oh, das triggert mich so hart. Ich kenne die Stimme. Es ist eine sehr bekannte und sehr beliebte Stimme hier in Teso auch. Ich wollte gerade sagen, Schreibtisch haben wir gar nicht genommen. Und ich komme nicht drauf, wer es war. Mann, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr wisst, wer das gewesen ist. Also welcher Charakter. Ich wollte gerade sagen, hier hinten läuft doch was. Findet Festungswahrer. Ist das jetzt hier vorne rein? War das nicht die Tür, die abgeschlossen war? Gaius, ich bin es. Tribunen Alea. Tribunen, den göttlichen sei Dank. Sind sie weg? Wer, Gaius? Wer hat Rostval angegriffen? Genau, wer hat Rostval angegriffen? Sag es mir, sobald ich hier alles geklaut habe, erstmal. Ihr braucht ja keine Vorräte, oder? Hinten ist doch noch was. Vorräte werden überbewertet, oder wie war das? Ich bin froh, Tribunen Alea zu sehen, aber sie hat sich wirklich Zeit gelassen. Wir hatten hier alle möglichen Probleme. Bringt ihr Verstärkung? Hauptmann Leronus schickte die verbleibenden Legionäre und Bediensteten in die Katakomben. Und dann wollte er Hilfe holen. Hauptmann Leronus ist tot. Tribunen Alea und ich sind die einzige Verstärkung. Tot? Eine Schande. Für einen Offizier der Legion war er wirklich erträglich. Und er hatte einen guten Plan. Während er alle versteckte, die sich noch in den Katakomben aufhielten, sollte ich Wache halten, bis Hilfe kommt. Ich hatte den Schlüssel sogar an einem sicheren Ort versteckt für den Fall, dass der Feind mich findet. Was ist mit dem verschwundenen Legionären passiert? Das muss irgendeine feindliche Armee gewesen sein, aber ich hatte nie mehr als ein paar Waldelfen gesehen, die auf dem Gelände herumgeschlichen sind. Wir müssen den Leuten in den Katakomben sagen, dass sie wieder herauskommen können. Würdet ihr den Schlüssel holen und das erledigen? Nun gut, wir holen die Überlebenden. Wo habt ihr den Katakombenschlüssel versteckt? Ich habe den Schlüssel in einer alten Statue im Garten versteckt. Keine Sorge, ich zeichne euch eine Karte. Aber seid vorsichtig im Garten. Seit kurzem haben wir da eine Käferplage. Merkwürdige und gefährliche Biester. Ja, warum sollte man auch mal kurz mitkommen und das zeigen oder den holen, wenn man eine Karte zeichnen kann? Weshalb sind alle in die Katakomben geflohen, um sich dort zu verstecken? Als die Legionäre auftauchten, fühlten wir uns deutlich sicherer. Ein wenig Sicherheit in diesen unruhigen Zeiten. Dann verschwand ein Soldat nach dem anderen. Wir wussten nicht genau, ob sie desertierten oder was der Grund sein könnte. Dann fand ich die blutige Legionärsrüstung. Was geschah dann? Hauptmann Leronus hatte den Verdacht, dass ein Feind die Kohorte Soldat um Soldat ermordete. Er erwartete einen groß angelegten Angriff. Also schickte er die Bediensteten in die Katakomben, begleitet von den restlichen Legionären, die sie beschützen sollten. Ich versteckte mich hier, bis ihr und die Tribunen auftauchtet. Ihr habt etwas über Waldelfen gesagt? Abgesehen von den Waldelfen, die ich herumschleichen sah, bekamen wir den Feind nie zu Gesicht. Und der einzige Hinweis auf üble Machenschaften war die blutige Rüstung, die ich gefunden hatte. Hauptmann Leronus nahm an, dass Banditen dahinter steckten, die das Anwesen ausrauben wollten. Aber würden sich Banditen mit einer Kohorte anlegen? Wie lange arbeitet ihr schon auf dem Rostval-Anwesen? Ich stand den Bediensteten im Außenbereich schon vor, als Leovig noch ein Welpe war. Gärtner, Steinmetze, alle unterstehen sie mir. Keine einfache Aufgabe, ganz besonders, wenn sie sich alle in die Hose machen vor Angst. Ich kenne Rostval wie meine Westentasche. Deshalb konnte ich auch problemlos ein gutes Versteck für meinen Schlüssel finden. Nun gut, du hast mir ja schon deine Karte gegeben. Dann können wir mal eben gucken, ob wir hier noch irgendwas Gutes finden. Ah, hier oben ist dann quasi der der Privatbereich so rum. Nehmt die Karte. Wir brauchen diesen Schlüssel. Wie nehmt die Karte? Ich dachte, er hat sie in meine Karte reingemacht. Also Nee, nehmt die Karte vom Festungswahrer. Achso. Hat er nicht gerade gesagt, er hat das in meine Karte reingezeichnet? Oder hat er nur gesagt, er hat eine Karte gezeichnet? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das ist aber eine schöne Karte. Ich habe noch keine Ahnung, wo wir gerade sind. Theoretischerweise müsste das das Haus sein.
Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe, es wird auf der Karte angezeigt. Ansonsten bin ich, glaube ich, ein bisschen im Eimer. Betretet die Die Gärten. Gärten liegen gleich östlich, den Hügel runter. Da, okay. Es wird angezeigt. Das ist schon mal positiv. Das wurde mir angezeigt. Moment. Hä? Jetzt werden die Gärten mir nicht mehr angezeigt, oder was? Ach so, weil ich in den Gärten drin bin. Okay, aber wo? Hier ist ein Felsen. Ist das jetzt hier die Straße, die eingezeichnet ist? Dann wäre das ein Linksknick. Moment, da ist doch jetzt was eingezeichnet. Ist das das? Man kann es nicht anzeichnen. Anzeigen? Nee, das betretet die Gärten. Oh. Alter, welche Straße ist denn jetzt hier gemeint? Ist das die Querstraße? Aber ich bin doch hier schon lange aus dem Bereich raus, oder? Ich bin schon lange aus dem Bereich raus. Oder sind die Gärten nur der Teil? Es ist nur der Die Teil hier, ne? Rostwallgärten. Unsere Karte führt zu einem Ort an der Westseite. Findet die Statue. Okay. Diese Käfer stammen von tief unter der Erde. Was hat sie nach oben getrieben? Das wissen wir nicht. Der Schlüssel. Jetzt können wir die Katakomben öffnen. Die Tür liegt gegenüber der Kaserne. Also wieder zurück rein, ne? Die Kaserne war ja das Gebäude, wo wir als erstes drin waren, glaube ich. Eieiei. So früh am Morgen gerade mal einen halben Kaffee getrunken und ich soll hier irgendwelche Ratespielchen machen, wo wir hin müssen. Das war's hier, ne? Ja. Abmarsch. Wir müssen meine Kohorte finden. Ist ja gut, ist ja gut. Ich kann das hier aber auch nicht alles umsonst machen. Ich musste auch ein paar Sachen für mich mal einsacken. So, müssen wir denn überhaupt hin? Müssen da durchlaufen. Seht, dort unten. Weiterhin keine Spur vom entflohenen Legionär, Scherbenmarschall. Wie dem auch sei, Sterblicher. Bald kommen mehr von unseren Truppen. Wie ihr sagt, Scherbenmarschall Sagas. Wir haben mehr als genug Waffen. Dieser Waldelf, er gehört zur Rückbesinnung. Und er nimmt Befehle von einer Dremora an? Was geht da vor sich? Okay, jetzt bin ich mir sicher, dass das richtig war, was wir Ach so, das müssen. Okay, den können wir auch noch mal kurz nehmen. Das heißt, da müssten wir eigentlich theoretisch runterspringen. Das können wir natürlich nicht. Diese Möbel waren für den Komfort der Würdenträger, die hier Zuflucht suchten. Und für diese Rückbesinnungsbastarde. Ja, aber die sind diejenigen, die jetzt hier sind, ne? Hey, da drüben beim Tor. Ja, ich muss auch mal eben hier. War wohl nix, wa? Tschüss. So, können wir uns kurz unterhalten? Ich kann ihn gar nicht. Doch jetzt. So ungern ich der Tribunin auch schlechte Kunde bringe, bin ich doch das einzige verbleibende Mitglied der Kohorte. Diese Fanatiker der Rückbesinnung haben Legionäre getötet, die im Anwesen Wachdienst hatten, bis wir den Rest nach hier unten schickten. Und dann gingen wir den Daedra direkt in die Falle. Wie habt ihr es geschafft zu überleben? Ich hatte Glück. Ich fiel zurück, weil ich einen losen Stiefelriemen festzurren musste. Als ich hörte, wie der Überfall losging, wich ich in die Schatten zurück und seitdem bin ich auf der Flucht. Schaut, die Daedra haben ein Portal. Sie füllen die Katakomben mit daedrischen Truppen, die Skingrad angreifen sollen. Wo ist dieses Portal? Es befindet sich in der Ruine, unten in den tiefsten Teilen der Katakomben. Zwei magische Ankerkonstrukte halten es offen. Tribunin Alea ist stark und ihr seht aus, als wüsstet ihr euch zu helfen. Während die Rückbesinnung Jagd auf mich macht, müsst ihr dieses Portal zerstören. Wir werden das Portal zerstören. Wie finden wir es? Geht nach Osten, dann findet ihr die Stelle, an der sich die Daedra von unten heraufgegraben haben. Steigt hinunter und geht weiter nach Osten.
Ihr erkennt das Portal, wenn ihr es seht. Zerstört die Anker. Dann schließt sich sicher auch das Portal. Ich versuche, die Rückbesinnung wegzulocken und euch dann dort unten zu finden. Seid ihr sicher, dass ihr das alleine hinbekommt? Ich bin mittlerweile ziemlich gut darin, hier unten herumzuschleichen. Es gibt eine Menge versteckter Wege und Geheimtüren. Man muss nur wissen, wo man suchen muss. Aber wartet nicht auf mich. Ich muss mich langsam bewegen, um den Streifen der Rückbesinnung und den Daedra aus dem Weg zu gehen. Ihr seid euch sicher, dass sonst kein Mitglied der Kohorte überlebt hat? So gut wie sicher. Die Rückbesinnung ist über die Reste der Kohorte hergefallen und die Bediensteten, die wir beschützten. Sie gingen schnell vor. Es war ein Gemetzel. Ich hatte das Glück, dass ich zurückgefallen war, sonst hätten sie auch mich erwischt. Ich konnte noch ein paar Bedienstete fortzerren, aber... Aber? Das waren keine Soldaten. Niemand hatte sie für so etwas ausgebildet. Ich kann es ihnen nicht verübeln, dass sie zu laut waren oder zu langsam mit der Klinge. Ich wollte sie in Sicherheit bringen, aber es dauerte nicht lange, bis ich allein dastand. Warum meint ihr, das Brechen der Anker würde das Portal schließen? Nennt es Intuition. Aber wenn ich ehrlich bin, dann habe ich keine Ahnung, was passieren wird. Es könnte uns direkt ins Reich des Vergessens schleudern. Oder euch in einen Nettich verwandeln. Die Anker wirkten wichtig. Auf jeden Fall ist es besser, sie zu zerstören, als sie einfach zu ignorieren. Ach, wenn ich ein Nettich werden sollte, dann gehe ich einfach zu meinem alten Kumpel hier von der Schriftlehre. Na gut. Legionär Kaepio hat recht. Wir müssen dieses Portal schließen. Ja, bin ich auch für. Aber erstmal meine Bezahlung hier. So. Gut, wir müssen darum und dann rechts rum. Runter in die Ruinen. Wir müssen das... Kaepio meinte, das dädrische Portal sei im Osten. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Okay, gehen wir jetzt durch oben oder gehen wir durch unten? Unten sieht das so aus, als ob da eine Tür eventuell geschlossen ist. Gehen wir mal lieber oben rum. So geht das aber nicht hier, einfach noch hinterrücks auf mich zu schließen. Oder zu spucken, was auch immer. Es sind ja diese Viecher gewesen. Da müssen wir durch, ne? Hallöchen. Ich habe frohe Kunde. Ihr könnt mich einfach ignorieren. Aber irgendwie macht's keiner. Das sind wohl die Anker. Verteidigt die Anker! Haltet das! Die Anker! Haltet sie auf! Nein. Halte mich nicht auf. Oh, ich hab gesagt, haltet mich nicht auf! Was bist du denn für ein Blödmann? Solche Leute mag ich. Die sind einfach zu besiegen. Aber er hat hier das noch angenommen, dass das kaputt ist. Okay, gut. Hätte ich da noch einfach abhauen können? entkommt den Ruinen. Ja, dann nehmen wir doch mal die gleiche Strecke wieder zurück. Aber wir müssen uns ein bisschen Ausdauer sparen. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Ignoriere mich einfach. Was hast du an dem Wort ignorieren nicht verstanden? Ach, die sind hier immer noch am Kämpfen, oder was? Ach so. Ah, nee, ich kann ja... Kann ich hier hoch? Ich sollte hier hoch können. Was ist das hier für ein Mist? Das sind aber nicht die zwei, die da hinten stehen. Fort mit euch. So. Wie komme ich jetzt wieder zurück, ohne dass ich wieder da reinfalle? Moment. Oh. Alter. So auf jeden Fall nicht. Ach so, das ist hier dieses Hin und Her gewesen. Ja, gut. Also ich mache mich dann jetzt nochmal auf nach draußen. Und wir sehen uns gleich am Zielort wieder. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch dauert. Bis gleich.
So, draußen sind wir endlich. Die Frage ist jetzt nur, sprecht mit der Tribunin und was steht hier? Achso, okay. Sie sollte... Ja, wo ist sie denn? Komme ich denn da hin? Ja, und los geht es! Die ist mit mir hier rausgekommen? Ach, die ist hier im Garten, oder was? Nee, hä? Ja. Die ist unten irgendwo. Ja! Noch tiefer. Tribunin? Hier steht ihr. Warum versteckt ihr euch hier hinten? Hier, Kameradin. Reden wir. Ja, erklär mir das mal bitte. Meine Kohorte beinahe vollständig aufgerieben. Die Bediensteten von Rostval fast alle tot. Und Scherbenmarschall Vargas ist uns entkommen. Wir haben zwar das Portal geschlossen und Skingrad gerettet, aber es kommt mir trotzdem vor, als hätten wir versagt. Das ist Teil von etwas Größerem. Ich bin hier, um etwas zu untersuchen, das die Fäden des Schicksals störte. Die Fäden des Schicksals? Das klingt unheilvoll. Aber nach dem, was wir dort unten gesehen haben, bleibe ich vorerst unvoreingenommen. Wir erfuhren, dass der Kult der Rückbesinnung mit Daedra zusammenarbeitet und von Scherbenmarschall Vargas befehligt wird. Sie standen verflucht kurz davor, Skingrad zu erobern. Die Gefahr ist hier also gebannt? Das Portal ist geschlossen und die Daedra sind auf der Flucht. Die verbleibenden Truppen der Rückbesinnung stellen keine Gefahr mehr für Skingrad dar. Aber zur Sicherheit werde ich die Legion anweisen, weitere Soldaten zu schicken. Hier, die versprochene Belohnung. Die Legion begleicht stets ihre Schuld. Meridia! Es ist die Stimme von Meridia. Ha! ja, und wir erhalten einen Schild, einen robusten Schild vom unaussprechlichen Set Aleiden-Refugium. Betrachtet eure vorübergehende Indienststellung als beendet, Kameradin. So gern ich euch auch auf Dauer in meiner Kohorte hätte, ich werde weiterhin der Rückbesinnung und Scherbenmarschall Vargas nachgehen. Wie ich höre, gibt es einen Waldelfen in Skingrad, der das Gleiche tut. Was wollt ihr wegen den verbleibenden Daedra und den Kultisten der Rückbesinnung unter Rostval unternehmen? Ich werde nach noch mehr Legionären schicken, um sie zu bekämpfen. So viele wir entbehren können. Da das Portal ja geschlossen und Scherbenmarschall Vargas auf der Flucht ist, sollte das kein großes Problem darstellen. Und was geschieht im Anschluss mit dem Rostval-Anwesen? Die Entscheidung liegt bei Graf Calantius. Ich werde ihm raten, Legionäre auf dem Anwesen zu stationieren, auch wenn keine Würdenträger vor Ort sind. Dummerweise haben wir nicht viele, die wir entbehren können. Die Legion ist nicht, was sie einst war, nun, da das Kaiserreich im Chaos versinkt. Waldelf? Ihr meint Beragon? Ihr kennt ihn? Er hat eine interessante Geschichte für einen Waldelfen. Er hat in seiner Jugend Tamriel als Abenteurer bereist und wurde dann kaiserlicher Schriftgelehrter. Soweit ich weiß, ist er nun im Ruhestand, aber angeblich hat er Interesse am Tun der Rückbesinnung. Ich sollte ihn aufsuchen und Aufzeichnungen abgleichen. Kann ich alles bestätigen. Was wollt ihr wegen den verbleibenden Daedra und den das habe ich doch gerade schon gefragt. Ich werde nach noch mehr Legionären schicken, um sie zu bekämpfen. Die Entscheidung liegt bei Graf Calantius. Ich werde ihm raten, Legionäre auf dem Anwesen zu stationieren, auch wenn keine Würdenträger vor Ort sind. Dummerweise haben wir nicht viele, die wir entbehren können. Die Legion ist nicht, was sie einst war, nun, da das Kaiserreich im Chaos versinkt. Ja, also, sie sagt nichts Neues. Was war das denn gerade? Hat sie mir jetzt eine geklatscht, oder was? Na gut, dann würde ich sagen, dass ich hier erstmal einen kleinen Cut mache und in der nächsten Folge dann den dritten Ort, was glaube ich, aufsuchen werde. Und ja, da werde ich dann nicht mehr so rumirren und suchen wie so eine Blöde, sondern wenn da eine Quest ist, dann werden wir die Quest natürlich auch machen, weil wir wissen ja jetzt Bescheid. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.